Ja, hallo meine Lieben, und zwar heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Minecraft. Ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt mal die Welt, die ich ja vor ein paar Tagen angefangen habe, wo ich euch das ja schon erzählt habe. Ja, da bin ich gerade mitten in der Valla Pampa unterwegs. Das ist nicht so sehenswürdig. Ich habe nämlich überlegt, und zwar baue ich von der einen Seite einfach mal so eine Art Tunnel, wo du damit einen Zug durchfahren kannst, der dann hier ankommt. Das ist so gesagt, Hotel zur Bahn. Ganz schlicht, elegant und einfach. Ein kleiner Aufenthaltsraum, Rezeption und natürlich auch die kleinen Hobbits sind. Ein paar Hotelgäste. Ja, dann habe ich natürlich auch elegant ein kleines Schwimmbad hier eingerichtet mit Strand. Ja, keine Ahnung, was ich hier raus noch mache. Eine Umkleidekabine oder sowas. Sollte auch geben. Dann komme ich zu mir. Hier oben ist dann für die Besucher die Küche. Ja, ganz klar. Hier eingebaut überall. Dann habe ich angefangen, Zimmer zu machen, wo sich die Gäste drin aufhalten können. Ja, mit Bildern, Fenster und Blumen natürlich, also alles was dazugehört. Bücher für die Langeweile. Dann komme ich schon zu einem etwas größeren Zimmer. Dann haben wir natürlich noch, nicht zu vergessen, unser VIP-Zimmer. Ja, dann geh auch rein, wenn du rein willst. Also der hat dann wirklich schon noch eine extra Sitzecke drin. Alles drum und dran, was dazu gehört halt. Ja, das ist mein kleines Hotel, sage ich jetzt mal. Hotel, Motel, weiß ich noch nicht. Ja, auch ganz elegant mit Klasse, Kasse 1 und so weiter. Vorsicht Zugfahren, ja, ist klar. Dann habe ich hier sogar angefangen, mein Schweinehaus einzurichten. Wo meine ganzen kleinen Ferkelchen drin sind. Der sieht aus, als würde er gleich abhauen wollen. Und jawohl, sieht einer auf dem Kopf. Ach ja, das Pferdehäuschen, wo ich meine kleinen Pferdchen drin habe. Hier muss ich auch noch Truhen reinmachen mit ja, Sattelzeug und so weiter und so weiter. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen kleinen Ausblick. Also wirklich zu meinem persönlichen kleinen Häuschen, wo ist eigentlich mein Hausschild geblieben? Frage ich mich so gerade. Keine Ahnung, was ich hier schon alles drin habe.
mein kleines Handwerkszimmer. Na, alles drum und dran, was dazugehört. Mein Schlafzimmer. Falls ich mal ein Zusatzgast oder die Frau streitet, dann muss ich mir, ne, im anderen Bett pennen. Meine Küche. Leicht umbaut. Dann komme ich jetzt zu einem etwas zur zweiten Etage. Und zwar ist das mein Glasdach, Glasterrasse. Wenn ich ganz viel Langeweile habe, dann laufe ich und laufe ich und laufe ich und mache ich Nachtkörper. Weil, ne, jeder, der Werner gesehen hat, weiß, Nachtkörper macht Laune. Sitzplätze, hier kommen auch noch ein paar Tische und sowas hin. Ja, zur Regenhöhle, genau. Da habe ich mir mal kackrecht eine Höhle im Haus gebaut. Natürlich auch mit sämtlichen Ausrüstungsgegenstücke. Weil hier habe ich so viel Platz und ich weiß wirklich nicht, was ich hier alles reinbauen werde. Weil die Höhle ist echt riesig. Die geht in sämtliche Ecken. Und irgendwo hatte ich sogar noch einen Durchgang. Aber das Highlight in dieser Höhle, wie ihr seht, mein Netherportal. Ja, ich weiß gar nicht, habt ihr die Netherwelt schon mal gesehen? Dann zeige ich sie euch mal. Tada. Schwupps, sind wir in der anderen Welt. Zeige ich euch das auch gleich mal. So sieht das hier aus. Also wirklich übelst groß. Eine ganze komplette Welt. Nur von diesem Gläser. Hier habe ich letztens mein Creative Modus ausgeschaltet und bin hier mal rumgejumpt. Boah, habe ich gedacht, scheiße. Nach 10 Minuten habe ich ihn dann auch ganz schnell in Fliegen wieder angeschaltet. Und habe dann doch wieder im Kreativmodus weitergespielt. Kämpfen kann ich heute auch nicht. Naja gut, ich wollte euch die Nummer schnell zeigen. Damit ihr wisst, so wie das da unten aussieht. Also komme ich wieder zum eigentlichen. Wieder raus hier. Ich habe das Spiel angefangen gehabt. Und was ist? Natürlich nicht im Kreativmodus. Und puff, hat mir gerade mein Haus aufgebaut, kommt so ein scheiß Creeper um die Ecke und bombt mir alles weg. Ja, diese Steinmauer, die ihr hier seht, die wird sich einmal hier komplett längs. Hier hinten ungefähr. Und dann werde ich hier mein kleines Dorf reinbauen. So habe ich mir das gedacht. Also so habe ich das vorgehabt. Ob das auch alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß es noch nicht.
fraglich. Und hier ist diese blöde, da ist sie. Eisenbahnschiene wollte ich schon gerade sagen, hingebaut. Schon wieder überall Löcher im Boden. Ja, jetzt ist aber die Frage, wie mache ich weiter? Ich habe echt noch gar keine Pfeile. Wenn ich ehrlich sein kann. So weit, so gut. Aber ich glaube, ich werde mal, ja, die werde ich hier so an der Wand längs ziehen. Zack, 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 zack. Habe ich ja schon recht gerade gemacht, alles. Was ich dann da hinten noch links mache, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, ich werde die Bahn hier längs laufen lassen und die dann schwupps darunter da wieder hoch. Hab ich mir so gedacht. Ich weiß es noch nicht. Aber fangen wir erstmal an mit dem hier. Und zwar, würde ich sagen, so viel Platz brauchen die ja nicht. Zack. 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 So, tada! Dann, ich hab voll immer keine Ahnung, womit ich die blöden Häuser ausfüllen soll.
Zack. Ja, ich muss langsam, aber sicher, ich gucke gerade noch die Uhr, mich auch noch fürs Radio fertig machen. Mich auch noch tun nebenbei. Also, viel um die Ohren im Moment und so wirklich viel komme ich nicht. Deswegen verzieht sich das auch mit den Folgen in letzter Zeit so ein bisschen immer. Ich einfach zu viel um die Ohren habe. Ich werde aber versuchen, das jetzt wieder regelmäßiger hinzukriegen. Fix unterwegs wieder, ey. Wollen natürlich auch noch ein bisschen was geschafft haben. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt uns in dieser Welt aufhalten. Und ja, mal gucken, was wir hier Schickes draus machen. Die Minecraft-Welt ist ja recht groß. Man hat ja viele Möglichkeiten, hier irgendwas zu bauen, zu basteln, sich kreativ auszuleben. So. Und zack. Schwuppsiwupps, das ist doppelt hier drin. Das wollte ich eigentlich jetzt noch nicht. Level. Und zwar da. So. Genau so und nicht anders. So. Dann werden wir hier noch auf die Schnelle mal so eine kleine Küche entzaubern. So.
So. So. Er soll ja natürlich auch ein kleines Bett reinkriegen. Da was hin. Dann schnappe ich mir mal schnell den hier, bevor es dunkel wird. Tada, schon ist es hier ein bisschen heller drin. Genau, das Bett kann auch einer hin. Sieht das ein bisschen eleganter aus. So. Problem erledigt. Jetzt fehlt nur noch so eine kleine Tür. Knöpfchen. Zack, zack. Doch, zack, zack. Dann machen wir das jetzt mal schnell so. Thank you.
Tja, und dann würde ich sagen, haben wir den auch. Ach ja, das sollten wir dann auch machen. So, hier wohnen Hugo und Helga drinne. Sag mal, habt ihr es gleich? Ich denke an den Da bin ich natürlich so. Überleben, ob ich da dann. Ne, die sehen gut aus. Einfach. Die Steinziegel nehmen. Ja, wenn ich dann hier noch ein Haus im Bau. Na gut, das Dach fehlt jetzt noch. Aber ich kann zum Beispiel schon mal 3, 4, 5. Dann setze ich den da auf. So. Und schon haben wir eine kleine Lampe. Dass sie gleich ein bisschen angenehmer. Haben wir das Problem gelöst. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Einblick, was ich so vorhabe. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Tschüss, auf Wiedersehen.